Hans Jakob Jingleheimer Schmidt, die Namen möchte ich auch. Wenn mich die Leute sehen, dann bleiben alle stehen. Hier kommt Hans Jakob Jingleheimer Schmidt. Da, 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 da. Immer wieder diese Ausreden, fühlt sich langsam an wie aufgeben. Will doch einfach nur den Traum leben. Doch stattdessen koch ich Essen, saug das Haus und muss Staub wedeln. Bring den Müll raus, endlich fertig. Hock vor dem Laptop, wurde blitzblank. Doch verdammt, ich schau wie die bei Netflix. Bin so beschäftigt, anstatt wichtige Dinge zu machen, mach ich andere Dinge. Deswegen habe ich seit langem so die vage Vermutung, mir gar nicht im Klaren zu sein, was ich will. Und dass ich ne Pfanne im Wind bin. Zum Beispiel klicke ich mich random durch YouTube, swipe durch Insta. Heiliger Bimbam, nur noch ein Video, danach verfolge ich mein Ziel und so schwöre, das kriege ich hin. Psycho-Blick wie Jack Nicholson, weil ich immer schlecht drauf bin, Slytherin. Aber immerhin bin ich inzwischen meiner ziemlich verbitterten Lage bewusst. Alles Wichtige schimmert in meinen geistigen Pupillen drin. Aber ich muss noch was Dringendes erledigen. Erstelle mir Pläne, aber macht eh keinen Sinn. Und während ich innerlich am Verwesen bin, erinnere ich mich an diesen Eminem. Ach, kennen die wenigsten, aber der meint immer, Bro, you only get one shot und now have the chance to blow. Und ich denk mir nur so, wow, yo, yo, stopp. Manchmal schau ich mir an, was grad so geht bei mir und bin confused. Ja, stelle in Frage, was ich da so mache und was ich da tu. Ja, bekomme nix auf die Kette und scheiter bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Shit ist nicht einfach, warum? Denn ich bin Hans Jakob Jingleheimer Schmidt. Du hast keinen Schimmer, wer das ist. Doch ich bin Hans Jakob Jingleheimer Schmidt. Ohne krass durchdachten Sinn und ohne Twist. Ich bin einfach Hans Jakob Jingle, Jingle. Ey, Digga, ich hab mies rumprobiert und tu, was ich kann. Habe mein Ziel anvisiert, aber zu viel bringt mich um den Verstand. Immer wenn ich einen Blick in die Zukunft riskiere, dann macht mein Kopf ein Trooper da don. Ich habe guten Empfang, aber A&Rs ruft nicht an. Sag mal, habt ihr einen Stock im Arsch? Warum kommt ihr eurem gottverdammten Job nicht nach? Woran liegt es? Vielleicht, weil ich nicht einer von vielen bin? Oder weil ich viel zu selten beim Schreiben irgendeinen peinlichen Dreck aufs Papier bring? Kein Kommentar, doch um ehrlich zu sein, ja, wer mich bisher nicht gesigned hat, ist einfach nur heftig blim blim in der Birne. Ein Toast auf die Realness, ein Toast auf alle, die im Gesicht tätowiert sind. Hätte sonst gar nicht kapiert, dass du geistig verwirrt bist. Bitte erschieß mich, aber du siehst mich auf gar keinen Fall in der Trainingsjacke von deinem Fußballverein, von dem ich doch nicht mal die Hälfte der Spieler kenn. Außerdem renn ich nicht völlig verwirrt durch mein Video und mach Bewegungen, als könnte ich fliegen. Alles klingt gleich, aber Geld zu verdienen war noch nie so leicht wie in der heutigen Zeit. Anfangen künstlichen Hype zu kreieren, aber scheint wohl ein Trugschluss zu sein. Wenn ich mein, könnte eventuell bei mir auch funktionieren. Könnte es probieren, aber muss ja nicht sein. Ich schwör, manchmal schau ich mir an, was grad so geht bei mir und bin confused. Ja, stelle in Frage, was ich da so mache und was ich da tu. Ja, bekomme nix auf die Kette und scheiter bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Shit ist nicht einfach, warum? Denn ich bin Hans Jakob Jingleheimer Schmidt. Du hast keinen Schimmer, wer das ist. Doch ich bin Hans Jakob Jingleheimer Schmidt. Ohne krass durchdachten Sinn und ohne Twist. Ich bin einfach Hans Jakob Jingle, Jingle.